Herzlich willkommen zu Fuller Tee TV. Mein Name ist Matthias Rauch und das sind unsere Themen. Bis zum 6. September können Kinder in Kleinfeldkirch im Alten Hallenbad das Leben als Erwachsene testen. Wir schauten uns an, wie das aussieht. Freunde und Arbeitskollegen setzen sich für den afghanischen Flüchtling Assadullah ein. Am Montag organisierten sie einen Flashmob vor der BH Bregenz und hoffen auf ein Schülervisum für den Kochlehrling. Die Herbstmesse steht wieder an. Was es dort zu sehen gibt, brachte Adrian Zerlaut für uns in Erfahrung. Sodex, das sind drei Schüler der HTL Rankweil. Sie arbeiten an einem vollautonomen Bagger und wollen damit durchstarten. Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner waren diese Woche in Vorarlberg. Der eine will Interditäre verbieten, die andere Chancen für alle erhalten. Und dieses Wochenende ist die Gamescon in Köln. Undenkbar ohne Cosplayer. Was das genau ist und wie es funktioniert, erklärte uns Carla Sirene aus Dornbirn. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Fuller Tee TV und ein schönes Wochenende. Kleinfeldkirch ist ein Abbild eigentlich von Großfeldkirch, nur für Kinder. Und eine Ferien- und ich möchte bereits sagen, eine pädagogische Einrichtung, die zum 13. Mal hier durchgeführt wird, findet alle zwei Jahre statt. Und hier haben Kinder die Möglichkeit, Berufe näher zu sehen, teilweise auch auszuführen, sich zu interessieren, erste Schritte darin zu machen. Und das ist ein sehr vielfältiges Angebot. Und vor allem ist es so, dass die Kinder sich das selber richten können. Sie werden nicht geleitet, sie werden maximal begleitet. Alles andere machen sich die Kinder selber. Sie organisieren sich die Verwaltung dieser Kleinkinderstadt Feldkirch. Alles in eigener Regie, in eigener Verantwortung. Sind Erwachsene in Kleinfeldkirch dann überhaupt erlaubt? Erwachsene sind erlaubt. Teilweise benötigen wir natürlich auch Erwachsene. In den diversen Berufen stehen Erwachsene zur Verfügung, haben sich zur Verfügung gestellt. Die Großhammerzunft, der Bäckerstammtisch von Feldkirch. Das sind also Erwachsene, die Kinder in dieser Branche auch begleiten. Was war denn die Intention, dass man Kleinfeldkirch ins Leben gerufen hat? Was will man durch diese Veranstaltung den Kindern näher bringen? Ja, die Intention ist eigentlich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in den Ferien natürlich, ein Ferienangebot, das hier über drei Wochen läuft. Pro Woche kommen hier an die 250 Kinder und die Kinder registrieren sich. Also das ist wie in einer richtigen Stadt. Sie kommen, registrieren sich, das ist das sogenannte Meldeamt. Hier gibt es eine Wirtschaftskammer, hier gibt es eine Redaktion von der Tageszeitung. Hier gibt es aber auch eine Administration, das heißt also Kleinfeldkirch wird administriert wie Großfeldkirch. Also es gibt hier einen Bürgermeister, es gibt hier Stadträte, die Kinder wählen wöchentlich aus ihrer Reihe diese Positionen, diese Ämter und die politisch Verantwortlichen von Kleinfeldkirch haben dazu zu schauen, dass alles so läuft, wie es in den Spielregeln steht. Und dann haben sich schon gewisse Nachwuchspolitiker, Nachwuchsorganisatoren, Stadträte gefunden? Ja, man wird es kaum glauben, aber es sind extrem engagierte Kinder. Es sind Kinder, die sich für gewisse Dinge unwahrscheinlich interessieren, aber eben auch teilweise für das politische Amt interessieren. Das ist bemerkenswert. Und sie nehmen diese Verantwortung und diese Position und diese Rolle, nehmen sie eigentlich alle unisono sehr ernst. Ich spreche jetzt mit der Theresa Ammann, die Leiterin der Kinderstadt Feldkirch. Frau Ammann, was ist das Besondere an dem kleinen Feldkirch? Oh, da gibt es viele Sachen. Also das Besondere und das Wichtige an der Kinderstadt ist, dass die Kinder da eigenständig arbeiten und lernen, aber dass sie mitbestimmen können. Und sie lernen, wie ein Stadtsystem funktioniert. Wieso machen Sie das? Wieso engagieren Sie sich ehrenamtlich in der kleinen Stadt Feldkirch? Also mir ist es persönlich relativ wichtig, ich bin nur als Kind selber in der Kinderstadt Kleinfeldkirch gewesen und Mitbestimmung ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich bin auch selber Lehrerin, ich arbeite selber auch mit Kindern und für mich ist es also auch persönlich in dem Sinn schon sehr wichtig und für die Stadt Feldkirch ist es sehr wichtig, damit die Kinder lernen, wie ein Stadtsystem funktioniert, weil sie möchten, dass die Kinder sehen, dass sie ein Mitbestimmungsrecht haben. Und gerade in Sachen, die Kinder natürlich betreffen, sollen nur die Kinder da befragt werden. Und die Kinderstadt ist wirklich dort, um einfach die Interessen der Kinder zu erfahren. Und dann haben Sie jetzt in Ihren Jahren als Stadtleiterin schon eine Nachfolgerin, einen Nachfolger gefunden? Nein, noch nicht. Also im Moment mag es noch ich. Aber während ich natürlich, ich bin zwar da
offiziell die Leitung der Kinderstadt, aber die eigentliche Leitung sind die Kinder selbst. Wir haben ja auch einen Stadtrat, wir haben Wahlen. Und es ist mir aber auch wichtig, dass ich zwar die Leitung bin, klar, aber die Kinder entscheiden eigentlich. Und wenn die Kinder mir Fragen stellen, stelle ich die Frage zuerst mal zurück. Ich bin Brigitte Jack, bin Tänzerin, Choreografin und habe den Assadullah vor einigen Jahren kennengelernt bei einem Theaterprojekt. Mittlerweile gehört er fast zu unserer Familie, feiert mit uns Weihnachten, Ostern und andere schöne Feste und fehlt uns sehr. Mein Name ist Nina Fritsch, ich bin die Leiterin des Jungen Landestheaters im Vorarlberger Landestheater. Ich habe ihn ebenfalls bei einer Theaterproduktion kennengelernt, wo er sich durch stetige Anwesenheit und Fleiß hervorgetan hat. Ich bin der Robert Schweizer, ich bin der ehemalige Küchenchef vom Gasthaus Kornmesser da in Bregenz und hab den Assadullah als sehr tüchtigen und fleißigen Lehrling kennengelernt und schätzen gelernt. Er hat sehr schnell Deutsch gelernt, er hat sehr schnell die Grundbegriffe vom Kochen gelernt und wir haben ihn alle sehr gern mögen und er wird auch vermisst. Ja, und wir stehen heute vor der BH Bregenz, weil heute ist der internationale Tag für humanitäre Hilfe. Und die BH Bregenz spielt insofern eine Rolle, dass wir einen Antrag gestellt haben auf ein Bleiberecht als Schüler, weil sein größter Wunsch ist, dass er Koch werden kann. Und die Schule Gast in Hohenems hat ihm einen Platz zugesagt und wenn die BH Bregenz dem zustimmt, dass er ein Bleiberecht als Schüler haben kann, dann kann er im September in der Gast in Hohenems als Schüler anfangen. Er ist in ständigem Kontakt mit uns über WhatsApp und fragt immer, wie gerade der Stand ist. Also er wartet auf September und würde sich auf diesen Schulplatz sehr, sehr freuen. Also er wurde am 7. Juli abgeschoben nach Afghanistan innerhalb von 2 Tagen. An einem Wochenende, Freitagmorgen. Kabul ist im Moment extrem gefährlich. Täglich gibt es Bombenattentate. Gestern wieder ein Attentat auf eine Hochzeitsgesellschaft, wo viele Menschen umgekommen sind. Und er ist ständig bedroht. Auch in seinem Dorf gibt es dauernd Schießereien. Und es wäre für sein Leben und seine Zukunft extrem wichtig, die BH würde hier menschlich und für ihn sprechen. Ich spreche heute mit der Marietta Fuchs von der Messe Dornbirn. Frau Fuchs, was sind die Besonderheiten der Herbstmesse 2019? Wir haben einige Besonderheiten und es gibt einiges zum Entdecken. Altbekannte Bereiche, aber auch einiges Neues. Zum Beispiel die Kuchenwerkstatt ist für Nür mit dabei. Dabei gibt es das Herzstück, die Workshopflächen und es gibt ein Tortencafé und einiges rund um Backen zum Entdecken. Ein Trendthema, das in vielen Küchen Einzug hält. Zusätzlich gibt es auch eine gesunde Pause, da gibt es ayurvedisches Essen, es gibt frische Säfte und das Superfood-Thema, das ebenfalls ein Trendthema ist, wird dort platziert und es gibt ebenfalls Workshops. Und ganz neu und groß ist das Familienkulturfestival in der Halle 3, wo es täglich 7-mal Programm gibt für Kinder, aber es gibt auch familiengerechtes Café dazu und eine Kinderbibliothek, also ein großes Angebot für Familien, für alle Generationen, gemeinsam zum Erleben. Wieso hat man sich denn entschieden, einen Schwerpunkt auf das Thema Familie zu legen dieses Jahr? Ja, ich denke, die Herbstmesse ist eine von der traditionellsten Veranstaltungen im Land. Da ist man früher schon mit der Familie gegangen, es sind sehr viele Familien unterwegs und das ist auch das, was es ausmacht. Man trifft sich und da ist aber Familie ein großes Thema und das Generationsübergreifende mit Eltern, mit Großeltern. Also da sind viele Schichten dabei. Wieso profitiere ich als Aussteller bei der Herbstmesse in Dornbirn 2019 auszustellen?
Ja, als Aussteller hat man natürlich die Möglichkeit, zum großes Publikum zum ansprechen. Wir sind in der Vierländerregion, eine sehr kaufkräftige Region, wirtschaftsstarke Region. Und in Vorarlberg geht man auch sehr gerne auf die Herbstmesse. Wir kriegen das Feedback, dass es eine sehr gelungene Veranstaltung ist. Wir haben jedes Jahr neue Schwerpunkte mit dabei. Päbert natürlich das gut traditionell liebgewonnene Beiwies, Messehennele, das muss es immer geben, ein Wirtschaftszelt, das gibt es. Und somit ist es eine gute runde Veranstaltung, um sich dem Publikum zu präsentieren, weil neben dem Internet ist einfach der Direktkontakt und die Direktvermarktung schon ein wichtiger Punkt, um so von seinem Produkt und seiner Dienstleistung zu überzeugen. Und was ist neben den Messehennele die andere Besonderheit, wieso ich als Besucher auf die Messe kommen sollte? Ja, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gehabt, wieso man als Besucher kommen soll, das Familienkulturfestival. Wir haben auch eben den Gesundheitsbereich mit der gesunden Pause. Wir haben die Kuchenwerkstatt. Es gibt eine große Modeschau, wo das ja unter Destination Fashion steht. Am Abend gibt es die Partynächte, also man trifft sich einfach. Das ist schon das Motto von dem Jahr, man trifft sich, man sieht sich. Also für den Genuss kommt auch nicht zu kurz. Es gibt über 45 Winzer, die vor Ort sind. Es gibt Köstlichkeiten von Käse über Gewürze, Öle. Also für die Gaumenfreuden ist einiges mit dabei. Es gibt einen Rummelplatz. Es ist für Unterhaltung gesorgt. Aber auch wenn man aber am Bauprojekt dran ist oder am Einrichten ist, gibt es da viele Sachen zum Entdecken. Jetzt ist das Thema Mobilität ein sehr präsentes in den Medien. Wie komme ich als Besucher denn am besten auf die Messe? Die Empfehlung liegt natürlich bei Bus, Bahn, bei der Öffis. Da gibt es die Möglichkeit zum gratis Anreisen. Entweder hat man ein Messeticket schon in Händen oder man kann sich online ein Hinfahrticket gratis lösen über den VVV. Somit kann jeder gratis anreisen mit Bus und Bahn und die sind auch sehr gut verstärkt. Zusätzlich gibt es auch einen Service für jene Leute, die vielleicht nicht ganz so mobil sind, für die Pensionisten, wo selber die Anreise ein bisschen schwierig fällt. Da haben wir einen Testballon am Mittwoch, dem Eröffnungstag. Da gibt es das Angebot vom Abholservice gemeinsam mit dem Verein Zeitpolster. Da muss man sich einfach anmelden und nach Verfügbarkeit kann man dann am Eröffnungstag mit Begleitung quasi auf Merzgau. Also wir sind Sodex, drei Schüler von der HTL Rankfell und unser großes Ziel der Diplomarbeit ist es, einen Packer zu automatisieren. Das bedeutet, der User muss nur noch Daten eingeben in unsere Software und der Packer macht alles vollautomatisch, wenn er auf der Baustelle platziert ist. Also es funktioniert prinzipiell so, dass man zuerst alles simulieren auf einem PC, also da kommen die nötigen Daten rein. Bei der Diplomarbeit ist nur ein rechteckiges Loch. Das Endziel ist, dass man CAD-Dateien vom Architekt einscannen kann. Der simuliert das Ganze dann kann man das nochmal kontrollieren, ob es irgendwelche Probleme gibt. Dann stellt man den Packer auf Baustelle, misst das Ganze ein, übergibt dem die Simulation und er grabt dann quasi vollautomatisch auf der Baustelle und weiß ganz genau, was er zum Tun hat. Momentan sind wir so weit, dass wir softwaretechnisch quasi alles gelöst haben. Das Problem ist eben, dass der Packer noch nicht fertig umgebaut ist, Lieferverzögerungen und diverse andere Dinge. Aber momentan widmen wir uns dem Umbau und möchten Ende dieses Jahres die ersten Tests fahren. Wie zuversichtlich sind wir, dass das am Schluss noch so funktioniert, wie ihr euch es vorgestellt habt bis jetzt? Also es ist unser größter Traum, wir sind da total zuversichtlich. Eigentlich ein Scheitern gibt es nicht. Wir wissen, dass es viele Probleme gibt, aber Scheitern gibt es für uns eigentlich nicht. Eben das Projekt endet nicht mit der Diplomarbeit, wir möchten da auf jeden Fall weitermachen und eben, wir sind sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Also Unterstützung ist gewaltig. Am Anfang hat es ein paar Schwierigkeiten gegeben, bis das Ganze mal angefangen hat, aber danach ist das sehr gut gelaufen. Hupenkoten, die erste, die uns jetzt momentan den Packer zur Verfügung stellen, für eine gewisse Zeit und danach schauen wir weiter, wenn wir die ersten Ergebnisse liefern. Aber sonst jegliche Sensoren und diverse andere Materialien werden gesponsert, auch Werkzeug, alles Mögliche. Schwal unterstützt uns extrem stark. Also wenn man mal ein Netzwerk aufgebaut hat, funktioniert das extrem gut. Eben, wir finanzieren uns hauptsächlich über private Sponsoren oder eben solche Unterstützer. Wir verkaufen selber noch T-Shirts mit unserem Logo dabei, um uns da ein bisschen zu finanzieren, weil wir eben selber als Schüler immer finanziell ein bisschen knapp dran sind. Sind immer froh, wenn wir Leute finden. Also das rechteckige Loch ist bis nächsten April fertig. Das ist von der Diplomarbeit das Ziel vorgegeben. Und das wirkliche Endziel, da haben wir keinen genauen Zeitplan. Das liegt irgendwo zwischen 7 und 10 Jahren, dass das dann wirklich ein fixfertiges Konzept ist. Mit immer wieder kleinen Zwischenschritten, die man auf den Markt bringen kann, aber das wirkliche ganz große Endziel so in 7 bis 10 Jahren ungefähr. Also unser Gedanke ist nicht folgender, dass wir einen komplett neuen Packer finden, sondern wir machen ein Konzept, wo man auf jeden Packer aufbauen kann und dadurch
können wir das immer wieder erweitern. Das heißt, wenn du einmal das Konzept auf deinen Backer hast, kannst du durch Software-Updates immer wieder die neue Version von unserer Software haben. Eben, und unser Ziel ist, dass wir selber ein Unternehmen gründen nach der HTL und dann nach zwei Jahren mal das erste Produkt verkaufen und dann eben immer wieder mit den Software-Updates nachlegen. Genau. Wir blicken jetzt auf ein Thema, das wurde jetzt schon in den letzten Tagen von den Medien aufgegriffen, und zwar die ÖVP thematisiert in ihrem Wahlprogramm jetzt wieder den Kampf gegen den Extremismus. Wie werden Sie das Thema angehen? Ja, ich halte es für ganz entscheidend, dass wir entschlossen gegen radikale Gruppierungen, gegen Gefahren für unsere Gesellschaft ankämpfen. Wir sind ein Land der Mitte. Wir haben großartige Menschen in unserem Land, die täglich arbeiten gehen, die ihren Beitrag leisten, die sich in der Ehrenamtlichkeit engagieren, die Familienarbeit leisten und für ihre Kinder oder für die pflegebedürftigen Eltern da sind. Also wir sind ein ausgesprochen beeindruckendes Land als Republik Österreich. Es gibt aber bei uns genauso wie anderswo radikale Gruppen, Tendenzen, die gefährlich sind, die, glaube ich, nicht gut für unser Land sind. Ganz gleich, ob das aus einem rechten Eck kommt oder ob das islamistisch motiviert ist, all diese Extreme lehnen wir ab und wir wollen, dass da der Staat auch entschlossen dagegen vorgehen kann. Und daher schwebt uns vor, dass wir eine Änderung im Vereinsrecht vornehmen, um auch dem Innenministerium, um der Republik noch bessere Möglichkeiten einzuräumen, um gegen radikale Gruppen, wie zum Beispiel den politischen Islam und verschiedene Gruppierungen auf dieser Seite, aber auch die Identitären von der rechten Seite, um gegen diese Organisationen besser vorgehen zu können. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, das Ganze würde passieren durch die Änderungen im Vereinsrecht. Jetzt hat es schon eine Äußerung gegeben von FPÖ-Clubchef Herbert Kickl. Er meinte dazu, das wäre ein tiefer Eingriff in die Rechtsstaatlichkeit. Ja, das glaube ich jedes, Herbert Kickl. Da die Identitären verteidigt. Aber ich glaube, es gibt einfach Organisationen, die verdienen es nicht, verteidigt zu werden. Der politische Islam, Gruppierungen, die den IS verherrlichen, die Al-Qaida und andere Terrororganisationen, die junge Leute verleiten, dass sie in Syrien oder im Irak morden, die haben bei uns in Österreich keinen Platz. Und auf rechter Seite die Identitären, die eine Spende bekommen haben von einem Attentäter, der am anderen Ende der Welt Dutzende Menschen umgebracht hat, das ist etwas, das wollen wir nicht in Österreich. Wir sind ein Land der Mitte, wir sind ein Land, in dem ordentliche, rechtschaffende Menschen leben, und ich glaube, da darf es keinen Platz für Gruppierungen geben, die schlicht und ergreifend gefährlich sind, wenn sie ihre Ideologie verbreiten. Und dieses Thema würde dann auch umgesetzt werden in Ihrer nächsten Regierung? Das ist etwas, das wir definitiv umsetzen werden, sollten wir gewählt werden. Gesundheitsvorsorge, leistbares Wohnen auch ein typisches wichtiges Thema. Ist natürlich in der Stadt auch ein anderes Thema, weil viele, die Mehrzahl der Menschen in der Stadt mieten, die haben Mietwohnungen. Und das Mieten ist 80% teurer geworden die letzten 20 Jahre. Das ist viel stärker als die Inflation. Das heißt, das ist nicht mit der Kaufkraft gestiegen, sondern viel stärker. Das heißt, es wird zunehmend unleistbar. Und Wohnen darf kein Luxus sein. Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Ich bin aufgewachsen mit einer jungen, alleinerziehenden Mutter in Wien, im 10. Wiener Gemeindebezirk. Und mir ging es eigentlich gut, obwohl die Startvoraussetzungen, die Startbedingungen nicht gut waren, weil wir eine Gemeindebauwohnung von der Politik bekommen haben, die mir ein sicheres Dach über den Kopf garantieren. Und das war ein guter Start, weil Wohnen einfach essentiell ist für das gesunde Aufwachsen, für das sichere Aufwachsen. Und das müssen wir den Menschen nehmen, und deswegen die Angst nämlich vor den nicht leistbaren Mieten. Deswegen weg mit der Mietensteuer und Mieten billiger machen um eine Monatsmiete pro Jahr. Aber ich glaube, in Vorarlberg ist es so, dass mehr Häuselbesitzer, mehr Eigenheimbesitzer sind, oder? Die Menschen besitzen hier mehr. Auch das wird immer teurer. Und da sagen wir, da braucht es einen steuerlichen Anreiz, einen steuerlichen Bonus, nämlich den Wohnbonus in der Höhe von 500 Euro im Jahr. Da wollen wir Wohnen auch im Bereich der Eigenheimbesitzer leistbarer machen. Vielleicht waren wir nicht in der Vergangenheit nicht genug verständlich auch in unseren Botschaften oder in unseren Lösungen, wie wir sie gebracht haben. Oder etwas, was ich mir auch sage, dass die Menschen oft gar nicht mehr wissen, woher die Gesundheitsversorgung kommt. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und wie
wie fragil und verletzbar auch diese wunderbare Gesundheitsversorgung, das solidarische Gesundheitssystem ist, die Sozialversicherung ist, die uns garantiert, dass wir ärztlich, medizinisch versorgt werden, egal wie groß unsere Brieftasche ist. Und das möchte ich immer so beibehalten, dass jeder seine Therapie bekommt, egal wie viel er verdient. Aber das muss politisch erkämpft werden. Und wir haben gesehen, die letzte Regierung hat da nicht viel Wert drauf gelegt. Aber wir müssen das wieder erzählen, dass das alles wichtige Errungenschaften sind. Ich würde hier nicht sitzen als Parteivorsitzende, erste Weibliche der Sozialdemokratie, als Ärztin, die ihren Trauberuf ergreifen konnte, hätte es die Politik, die sozialdemokratische Politik von Bruno Kreisky in den 70er, 80er Jahren nicht gegeben. Durch Sozialbau in Wien hatte ich eine gute Wohnung. Meine Mutter einen Arbeitsplatz im Kindergarten, ich einen Kindergartenplatz. Die freien guten Schulen, die mir das ermöglicht haben, mit wenig Geld eine super Schulausbildung zu haben, eine super Universitätsausbildung, ich konnte meinen Traumberuf Ärztin ergreifen. Ich will, dass diese Chancen, die ich gehabt habe als Kind und als Jugendliche, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin, auch die Kinder in der Zukunft haben. Und das passiert nicht von selbst. Dazu braucht es eine starke soziale Politik und das Einzige, die das bietet, ist die Sozialdemokratie. Omikron ist ein sehr präsenter Partner bei dem Codebase Sommercamp. Wieso ist das Omikron so wichtig? Also ich glaube, es ist jedem bewusst, dass wir einen Fachkräftemangel haben, halt auch bei der Softwareentwickler, und da muss man ganz früh ansetzen, und darum haben wir gesagt, wir finden das eine tolle Aktion, wenn man gerade junge Leute zwischen 13 und 16 Jahren einfach das Programmieren näher bringt und ein bisschen spielerisch in das Thema eintaucht, und da muss Omikron natürlich dabei sein als Gastgeber. Von eurer Seite aus, wie kommt denn das bei den Kindern an? Ja, also ich habe das Gefühl, sie sind da ganz offen für das Thema und trauen sich, haben Spaß dabei. Also bisher glaube ich, dass es ganz gut ankommt, ja. Haben da schon potenzielle zukünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefunden? Ja, das hoffe ich natürlich. Noch sind sie ein bisschen zu jung, aber wer weiß, wenn nachher vielleicht ein HTL oder ein Studium oder sonst was etwas anschließt, dann sind die Chancen sehr hoch, dass wir vielleicht den einen oder anderen wieder bei uns sehen, und das etwas früher. Bei mir ist da der Paulus aus Thesis. Hey Paul, wieso hast du dich entschieden, da herzugehen? Wieso machst du das Sommercamp eigentlich? Mein Bruder war schon da, hat alle viel mit Juli gemacht und hat es mir halt weiterempfohlen, von dem bin ich so da. Und du hast da schwer oder ist es für die leicht, Gottes easy? Nein, der Fug und die anderen erklären es recht gut, von dem her ist nicht so schwer zum Programmieren. Was machst denn du? Was ist die Projekte, was du jetzt da am Finalisieren bist? Meine Webseite geht über Smart Mirrors und da kann man halt lernen, was es geht und wie Türen sie sind und so. Und dann später willst du mal in die Richtung irgendwie weitergehen, softwaremäßig? Ja, eher ins Design, aber halt vielleicht Webdesign, von dem her bringst du mir das schon. Bei mir ist da die Alina aus Feldkirch, glaube ich, oder? Feldkirch, genau. Alina, wieso bist du da? Wieso hast du dich entschieden, hier bei dem Software Engineering Sommercamp mitzumachen? Weil meine Mama es mir vorgeschlagen und irgendwann, ja, das wäre gut, weil ich bin gerne am Computer und ich programmiere gerne und ja. Und das fällt dir denn schwer oder ist das easy peasy für dich? Also am Anfang war es noch eher schwerer, weil ich mich nicht so gut auskennt, aber jetzt ist es für mich eher leichter. Was hast denn du für ein Projekt? Was machst du für ein Projekt jetzt, wo du jetzt fertig machen bist? Also ich mache eine Webseite über Wasserrettung. Weil ich dort Wasserrettung gegangen und ja. Und dann in Zukunft hast du mal vor, in dem Bereich zum Schaffen später? Ja, wahrscheinlich schon. Bei mir ist da der Dominik aus Götzis. Dominik, wieso hast du dich entschieden, den Sommer beim Codebase Camp bei der Omikron mitzumachen? Mir gefällt selber Programmierer und ich mache das selber voll gern. Und ich wollte einfach mal eine Webseite programmieren und darum haben wir einfach mal gedacht, das könnte ich mir ja anschauen. Und das, war das schwer oder war das easy peasy für dich? Also es war einfach gut erklärt und ich habe das echt cool gefunden, es war nicht so schwer, es war echt eine coole Sache. Was hast denn du gemacht? Was ist denn die Projekte, was du da jetzt programmiert hast? Also ich mache jetzt gerade eine Webseite über Raspberry Pis und das ist einfach so ein Computer, so ein kleiner. Und den hast du mal später vor in dem Bereich zum Schaffen? Ja, also wahrscheinlich mache ich schon etwas so in die Richtung IT, ja. Ich spreche da mit dem Lehrenden des Sommercamps, Fuk Lee. Herr Lee, wie bringt man ein doch relativ komplexes Thema, Software Engineering, an ein junger Publikum bereit, den jungen Kindern? Das ist tatsächlich nicht so wahnsinnig leicht. Was ich versuche, ist, dass ich Humor reinbaue, dass ich praktische Beispiele zeige und dass ich auch zeige, wie man es nicht macht, dass man einfach das Gegenteil aussieht. Und
vieles ist tatsächlich Übung, man muss es wiederholen und es ist aber auch nicht so wahnsinnig schwer, muss man sagen. Also zumindest HTML, CSS ist eine beschreibende Sprache und das lernt man recht schnell. Ja. Jetzt ist da bei Omicron quasi die erste Etappe. Wie geht es denn eigentlich weiter danach? Es gibt 4 Module. Das jetzige ist das Modul 1, das geht 2 Wochen. Und das Modul 2 fängt dann an im Oktober, glaube ich, also halt wenn die Schule anfängt. Dort kann man sich anmelden und dort können Sie dann Freitagnachmittag und Samstagvormittag, also das Q2V, wie ja aufgebaut ist, dort lernen Sie dann weitere Kurse. Also Sie lernen dort JavaScript und können dann im Modul 3 ein eigenes Spiel programmieren, beziehungsweise lernen Sie, wie man Spiel programmiert, und in Modul 4 können Sie dann wirklich das gelernte Wissen anwenden und ein komplett eigenes Spiel machen. Wie kommt das bei der Kinder an? Gibt es da Schwierigkeiten von Seiten der Kinder? Tun sie sich schwer, leicht? Das ist, kann man nicht so allgemein beantworten. Es gibt solche, die da haben die Eltern sie hergeschickt und da ist anfangs die Motivation nicht wirklich da. Aber mit der Zeit kommt das Ganze. Also generell habe ich schon das Gefühl, dass es einer gefällt, sonst wären sie auch nur mal dabei. Und was wir vom Feedback gekriegt haben, ist schon, dass es sehr positiv ist. Jetzt die Programme und die Projekte, die Kinder haben, sind es individuelle Gruppenarbeiten oder größere Projekte? Kann man da zusammenarbeiten oder wie läuft das ab? Fürs Modul 1 war es mal wichtig, dass jeder einfach mal für sich das programmiert. In der Gruppenarbeit, es funktioniert schon auch, aber da gehen manche Teilnehmer unter. Und wenn jeder mal für sich das macht, dann ist es einfach gewährleistet, dass sie mal sehen, wie ihr Fortschritt ist. Oder? Und darum war es mir sehr wichtig, dass sie wirklich jeder für sich ein eigenes Projekt macht. Es gibt schon welche, die sind sehr motiviert und dann in ihrer Freizeit genauso weiter programmieren. Manche stechen durchaus aus, ja, kann man schon sagen. Ja. Also, ich bin Scarlett, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin eine Cosplayerin. Es wissen wahrscheinlich sehr viele nicht, was Cosplay ist. Also kurz erklärt, Cosplay ist, wenn man sich nach diesen japanischen Anime-Figuren oder Manga-Figuren verkleidet. Man versucht wirklich so originalgetreu zu sein, wie es geht. Ich mache das jetzt intensiv ein Jahr lang. Davor habe ich nur so gut wie gar nichts gemacht. Ich war zwar schon seit ich klein bin ein Anime- und Manga-Fan. Es hat angefangen mit Sailor Moon. Es kennt sicher sehr, sehr viele die Zeit mit Sailor Moon, Inuyasha, Dragon Ball. Und somit hat alles für mich angefangen. Meine Mama war damals nicht sehr begeistert. Sie meinte, das sei ein Blödsinn. Sie dachte auch immer gleich an die ganzen Klischees, dass die Anime-Figuren alle sehr große Oberweite haben, dass die, wo das ansehen und wo das mögen, einfach alle 30-jährige, stark übergewichtige Nerds sind, dachte sie gleich auch immer. Und es erstehen heutzutage eigentlich auch nicht ganz so viele. Vor allem hier in Vorarlberg ist mir aufgefallen. Ich bin halt öfters auf Convention. In ganz Österreich und Deutschland versuche ich da regelmäßig auf die ganzen Veranstaltungen zu gehen. Jetzt bald auf die Anifest. Meistens ist es so, ich komme abends nach Hause, stelle mich dann gleich an meine Schneiderpuppe ran, fange gleich an mit den ganzen Schnittmustern. Ich habe spezielle Materialien extra bestellt. Dazu gehört Warbler, das ist so, man könnte sich wie Karton vorstellen, ist aber thermoplastisch, wird bei Hitze, kann man es biegen und sobald es wieder kalt ist, ist es wie Plastik, ganz hart. Und damit kann man wirklich ganze Rüstungsteile machen. Und das ist halt einfach, ich stehe jeden Abend dann an meiner Figur dran und schneide alles auf die Figur, damit es schlussendlich auch mir passt. Man macht ja nicht nur die ganzen Kostüme selber, man kann es ja auch bestellen, aber man macht die Rüstungsteile selber, man schneidet die ganzen Perücken selber. Man muss schauen, ob man die Schuhe dann auch selber machen kann. Es sind sehr viele Kleinigkeiten, zum Beispiel auch die Flügel hier sind komplett selbst gemacht. Aus einer Basic von Foam, das ist so eine Art Schaumstoff. Zur Verstärkung ist noch Pappe mit eingearbeitet, ein Gestell aus PVC-Rohren und zum Schluss mit einem speziellen holographischen Stoff wurde es verkleidet. Und es hat mich, glaube ich, einen Monat gekostet, bis ich damit endlich fertig war und circa um die 150 Euro auch. Du bist ja nicht nur für Conventions, sondern auch auf Instagram aktiv. Hast du für eine Vorarlberger Cosplayerin doch eine beachtliche Reichweite inzwischen mit gut 40.000 Follower. Wie ist eigentlich das Leben im digitalen Cosplay? Was halt ist, die Follower wollen natürlich meistens mich in Cosplay sehen. Was halt ist, ich habe eine super Community, die versteht, dass sie wirklich nicht jeden Tag was posten kann, weil es ist für mich auch Arbeit, bis ich dann mal endlich was fertig habe. Und da ich auch alles selber fotografiere und bearbeite, dauert es halt. Meistens poste ich dann einmal in der Woche was und das reicht vollkommen aus.